stöhnen. Ich dräng mich an. Es war sehr romantisch, es war ein schöner Sonnenuntergang. Ja. Danke. Oh, Cocktail ist vorbereitet. Oh, das ist aber nice. Ja, ich war gestern Abend schon hier, hab alles eingeschenkt. Ja, ich kann mit Tico so, so viel lachen. Wir haben einfach denselben Humor und wir sind auf derselben Wellenlänge. Also wortwörtlich. Ja, sieht aus wie ein Sex on the Beach. Also ich finde, Humor ist mit das Wichtigste und sollte in meiner Partnerschaft auf jeden Fall gegeben sein, den hat sie. Ja, dann stoßen wir mal an auf das, auf unseren Crash, auf unseren ersten. Ne? Crash. Cheers. Cheers. Zige ist ein unglaublicher Küsser. Er gab mir. Ja, also zwischen Sanja und mir matcht es auf jeden Fall. Kann man nicht anders sagen. Ne? Mal gucken, was noch passiert. Boah, mir ist richtig kalt, ne? Möchtest du mein T-Shirt hier haben? Das wäre doch, ja, das wär doch mal echt eine Variante. Ja. Ne? Es ist mir sehr, sehr wichtig, dass ein Mann ein Gentleman ist. Er muss einfach so aufmerksam sein. Willst du rein? Ja, danke. Er trifft das zu 100%. Boah, das riecht so toll. Genau, mit dem hat er mich, glaube ich, dann auch so um den Finger gewickelt. Doch Gentleman Zico hat da noch ein paar Fragen. Das ist mich auch noch brennend interessiert, ne? Ich bin ja ich liebe ja Köln. Yeah. Ja. Man muss ja immer so ein bisschen abtasten, okay, was wäre, wenn? Ich meine, man weiß ja auch noch nicht, ne, was jetzt hier überhaupt bei uns noch so passiert oder was kommt, ne? Aber bist du da so generell offen, dass man sagt, okay? Natürlich. Das Praktische ist ja, ich bin in Berlin. Ich bin ja nur 4 Stunden entfernt als mit dem Zug. Nur 4 Stunden? Das ist super easy. Also ich kann in den Zug einsteigen, bin 4 Stunden schon bei ihm oder er bei mir. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin kein Typ und kein Fan von Fernbeziehungen. Natürlich könnte man sich sowas eine Zeit lang, ich nenne es jetzt einfach mal, antun. Ja? Aber es wäre für mich kein Dauerzustand. Berlin wäre jetzt erstmal nicht so meine Wahlheimat, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch ich bin halt einfach ein krasser Familienmensch. Ja, und ich bin total. In Köln. Ich bin auch so. So, und ich bin in 1,5 Stunden bin ich bei meiner Family. So, mein Bruder ist gerade frisch nach Köln gezogen. Ja, so. Ja, natürlich, ich bin bereit wegzuziehen. Ich bin für die Liebe immer bereit, wegzuziehen. Ja, entweder wird er wahrscheinlich irgendwann dann zu mir oder ich zu ihm. Ja, mal gucken, was die Zeit bringt. Aber wir gehen auf jeden Fall in eine sehr gute Richtung. Wo die Liebe hinfällt. Ja, wo die Liebe hinfällt, ne? Mhm. Ich habe wieder für mich gesehen, okay, mit ihr kann man wirklich lachen, Spaß haben, aber auch ernsthafte Gespräche führen. Und das sind wichtige Gegebenheiten für mich. Und ja, ich finde es schön gerade mit ihr. Ich habe tatsächlich heute eine ganz andere Seite auch wieder von Zico gesehen. Also er tendiert schon wirklich so in Richtung Zukunft. Also er redet schon von wir. Und jetzt ist es wirklich so dieses und verträumt und alles. Und ich will auf jeden Fall, dass da noch mehr ist und noch mehr kommt. Halt, stopp! Habt ihr schon den Kanal abonniert? Dann klickt hier. Und zu allen Videos auf YouTube hier.